Hallo und willkommen zurück zu The Goodbye Deponia, Deponia 3. Und ich habe mal nachgeguckt, wo es jetzt hier weitergehen sollte. Habe aber nicht wirklich was. Also ich habe jetzt nicht da tief nachgeguckt. Was ich aber gefunden habe, war so ein Kommentar von wegen, ich bin an der und der Stelle und kann mit Rufus hier an der oberen Ebene irgendwas Besonderes nicht machen. Genau. Und da habe ich mir gedacht, soweit bin ich da oben doch gar nicht und der kann ja auch nicht mit den anderen interagieren. Also, wie soll man denn hier weiterkommen? Und jetzt sehe ich's. Hier hat man ein Objekt, einen Typ, mit dem man reden kann, was einem aber per Leertaste nicht angezeigt wird. Das hat man davon, wenn man halt sich so auf die Leertaste fixiert. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Dann werden wir wohl hiermit rauskommen können. Das habe ich nämlich noch nicht gehabt hier. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Okay, das kriegen wir sicher hin. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Zahnpasta. Zahnbürste. Klostein. Was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Ja, da hatten wir doch vorher mal mit hantiert. Zahnpasta plus Klostein, oder was war das? Zahnpasta und ein Klostein. Da war doch was. Nein, wohl nicht. Es heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Es heißt, man soll sich nach dem... Aber niemand... Kleiner Tipp. Zahnpasta und Pfeffer. Da war doch was. Vielleicht einfach alles in den Kaffee? Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Hey! Man kann über diese Organons sagen, was man will. Aber sie wissen, wie man einen anständigen Kaffee macht. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-off in Planung. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Das ist zwar ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Yummy. Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Es heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp.
Dieser Knastmampf ist, ich meine... Okay. Haben wir jetzt hier noch was zum... Ah, wir können das in den Teppich machen. Wenn ich diesen Baby esse, werde ich Ihnen ostentativ den Teppich vollkrümeln. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich niemals mit Rufus anzulegen. Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Wo sind das alles ungebackene Brötchen? Hey, hallo. Was denn nun schon wieder? Also nichts für ungut, aber dieses Essen hier ist ungenießbar. Wir sind ja auch nicht zum Genießen hier. Das ist eine Zumutung. Ich will mich auf der Stelle beim Küchenchef beschweren. Na gut, aber machen Sie schnell. Was zur Hölle? Und, was sagt er? Er hat sich entschuldigt und mir sogar die Küche gezeigt. Ich hatte ja keine Ahnung, wie schwierig es ist, Essen für Sträflinge zuzubereiten. Ich kann Ihnen sagen. Das ist eine Scheiße. Ich hasse dich. Wood Inspector. Es heißt, man soll sich aber nicht freuen. Es heißt aber freuen. Was nennen die Hose? Ich habe einen Plan. Ich schütte dir diesen Kaffee auf die Hose, damit es so aussieht, als hättest du dir in die Hose gemacht. Und wie soll uns das hier rausbringen? Ach ja, richtig. Ich wusste doch, da war noch was. Einfach den Kaffee auf den Teppich kippen? Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Gell? Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So ist nie... Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Na, Putzibot, sauber. Na, Putz, sauber. Wenn ich diesen Bagel esse, werde ich ihn... Das wird Ihnen ein... Na, Putzibot, sauber. Hier ist alles pingelig sauber. Ein Glück, dann werden Sie mich wenigstens nicht zwingen, die Zelle zu schrubben. Hehe, hallo. Was denn nun schon wieder? Haben Sie zufällig Teppichreiniger? Natürlich! Ist das die Sorte, die hochgiftige Chloroformgase erzeugt, wenn man sie mit Zahnpasta vermischt? Das weiß ich nicht. Für die Teppichreinigung ist unser Putzroboter zuständig. Putzroboter? Interessant. Eventuell Staubbeutel, Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Dann können wir das jetzt kombinieren. Dieser Knast macht meine... Wenn ich diesen Baby... Das wird... Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht so schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und würde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Jo, warum eigentlich? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Es könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was hast du getan, du widerwärtige Kanalbazille? Hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Okay. Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich...
Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir, aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Okay. Hier ist sonst nichts mehr. Mit dem werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen. Außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Da haben wir jetzt unseren Flyer. Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdiwui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Okay. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Von hier oben sieht Deponia ja eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Da kann man einfach durchgehen. Ah, okay, das ist keine Wand. Was haben wir denn hier? Terminal. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Burg zugelassen. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Und Irk? Irk. Passt! Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Okay. Kiste. Antragsformular. Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-Wurk. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Irk-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten, Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatz-Bleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals, Aktenzeichen IRG-122. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf B. C. Okay, den haben wir jetzt jedenfalls. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? IRG-75. So. Antragsformular 27-WURG. Antrag BC. Mal gucken, ob wir damit irgendwas machen können dann. Kiste? Ne.
Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon. Okay. Aha. Da können wir nichts machen, außer hier runter zu latschen. Machen wir das. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Die laufen da weg. Und weg ist er. Der Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Dann haben wir... Der Organon rückt bereits in... Ich muss mich... Na, mal genau nix. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Störe ich? Rubusch, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rubusch. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rückt mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten... Vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Aha. Eine Rohrpostleitung. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah, da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann. Nee, super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Zahnbürste? Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Hey, Janosch. Hallo, Rubusch. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden.
Gab es auch Dode? Tausende Dode. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Was hat denn der Fatzke hier zu suchen? Fatzke? Welcher Watschke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watschke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Fritteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaskatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Wollt ihr mal einen richtigen Helden kennenlernen? Natürlich wollen wir. Aber Cowboy Dodo ist so unnahbar. Aber Ladies, ihr kennt mich doch. Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Er ist so süß, wenn er redet. Leicht werd ich ohnmächtig. Du musst hier nicht den Helden spielen. Die Rolle ist nämlich schon vergeben. Aber falls es dich beruhigt... Der Part des sympathischen Turtles wäre wieder frei. Lass dich einfach von Janosch einweisen. Er kennt die Rolle wie aus dem FF. Du meinst aus dem WW? Ich sag der Turtle, nicht Scherzkeks. Die Witze mache nämlich auch ich. Dann... Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Ja. Oh, lässt sich das schwer biegen. Oh, ich hoffe, da kommt bald mal was. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Bauen wir das mal da rein. Können wir hey, das doch. Warte mal! Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Falls du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre pulen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Okay. Wobei, wir können da gerade versuchen, mal an ihm vorbeizulaufen und schauen, was passiert. Vergiss es, du kommst erst vorbei, wenn du deine Meinung geändert hast. Und wer will mich dran hindern? Na, ich. Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Okay. Dahin. Rohrpost. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Antrag auf medizinische Hilfeleistung angenommen wurde.
Sauber. Jetzt komme ich bestimmt auf die Krankenstation. Genau, hier steht's ja. Für Verletzungen Ihrer Kategorie brauchen Sie sich nicht auf der Krankenstation zu melden. Ein Sanitäter befindet sich direkt auf dem Weg zu Ihnen. Oh. Nichts wie weg hier. Hey, Sie da! Stehen geblieben! Mal gucken, wie unser ach so heroischer Lonesome Cowboy Dodo mit dem Organon klarkommt. Und dann habe ich ihn mit einem gezielten Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Wow! Ah, Rufus! Wir haben ein neues Problem. Ich musste leider unser Seil verwenden, um den Organon zu fesseln. Er tauchte plötzlich auf und ich war gezwungen, ihn zu überwältigen. Was ja nun wirklich jeder geschafft hätte. Okay. So dumm, dass ich diesen Organon überwältigen musste. Wo sollen wir denn jetzt ein neues Seil herbekommen? Tja, vielleicht fällt es uns ja in den Schoß, wenn wir hier weiter rumsitzen. Aber Rufus, du willst dich doch nicht etwa vor der Arbeit drücken? Oder soll ich das mit dem Seil etwa auch noch erledigen? Hey, Janosch. Hallo, Rufus. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt, wir vermuten, dass er... Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz... Kein Comment. Bis später. Sei bitte. Okay, was hast du zu sagen? Sag mal, du gehörst doch zum medizinischen Personal, oder? Ich glaube nämlich, mir kommt da eine Idee. Halt mal still. Hey, es hat geklappt. Normalerweise fallen mir immer die ganzen Gläser runter. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Na, ist dir etwa kalt? Verstehe. Okay. Dann kann ich ihm die Zähne putzen. Irgendwie bezweifle ich, dass er mir dabei helfen wird. Nein, kann man nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. Dann können wir doch jetzt sicher in dieses Ärzte-Dingen rein. Flip. Cool, es hat funktioniert. Ah, Herr Doktor, endlich. Sie kommen gerade noch rechtzeitig. Ich wollte den Patienten schon beinahe aufgeben. Aufgeben? Wieso? Was fehlt ihm denn? Erst dachte ich, es sei nur eine einfache Nahrungsmittelvergiftung. Dann habe ich aber noch einen Sicherheitsscan gemacht. Es besteht kein Zweifel. Es handelt sich um einen Bandwurm. Aber Herr Doktor, mit einem Bandwurm ist nicht zu spaßen. Im Gegenteil, Sie müssen sofort operieren. Was denn ich? Natürlich Sie. Sie sind doch der Doktor, oder etwa nicht? Ja, klar. Ich bin der Doktor. Und so ein Bandwurm entferne ich doch mit links. So schwer ist das ja wohl nicht, oder? Wie Sie meinen. Ihr Kettel hängt wie immer da drüben. Ich hol schon mal das Sezierbesteck und die Knochensäge. So, was wollte ich noch gleich machen? Den Bandwurm rausoperieren? Ah ja, Kinderspiel. Immerhin bin ich Chicorée. Sie meinen Chirurg? Das auch. Mhm. Da ist doch der Bandwurm drin. Was für ein Glück für seinen als Cletus verkleideten Klon, dass Rufus auch ein begnadeter Chirurg ist. Triviale medizinische Eingriffe wie das Entfernen eines Bandwurms konnte er auch mit verbundenen Augen durchführen. Schwieriger ist das schon, der anschließende Wiedereinbau der Organe per Drag and Drop. Da hilft es zu wissen, dass sich Organe am Mauszeiger mit Rechtsklick drehen lassen. Mhm. Ah!
den kleinen Scheißer. Das war's dann wohl, oder? Wollen Sie ihn nicht wieder zusammenbauen? Och, muss das sein? Ich denke, das wäre zum Vorteil des Patienten. Meinetwegen. Warum vielleicht? Au! Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nee. Okay. Noch sein Organ hat gepasst. Das passt. Da den Magen. Das sieht falsch aus. Lunge. Normalerweise müsste da ja das Herz dran kommen, nehme ich an. Das letzte Teil hin? Ha, ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Zumachen. Sehr gut. Na, das hat doch geklappt. Wie am Schmierchen. Findest du nicht auch? Mir speiübel. Ach, dass aber auch das Gejammer nicht aufhört. Immerhin habe ich dir soeben das Leben gerettet. Und ein Andenken habe ich auch noch ergattert. Hier. Was ist das denn für eine Abnormität? Na, dein eigener Bandwurm. Was denn sonst? Du solltest schon ein bisschen besser aufpassen, was du so in dich reinstopfst. Na, ein andermal. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Ich habe die Rebellen gefunden und brauche deine Hilfe. Komm mit! Okay. Wir können aber noch vielleicht ein anderes Formular nehmen. Soweit, so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Den Schraubenzieher, naja, haben wir ja eigentlich schon, aber ist egal. Holler-5-5. So.
Solange die Rohrpost leer ist, bringt das nichts. Na gut, das sollten wir dann reinstopfen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Okay. Dann machen wir noch eins und holen uns das letzte auch noch. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Wozu? Das funktioniert einwandfrei. Na, dann halt nicht. Was war das? Schrott? Durch das Schott. Ah, okay. Macht Sinn. Wusch, ich glaube, ich sehe doppelt. Was? Das gibt's doch gar nicht. Haha, verblüffend, nicht? Das Blatt hat sich gewendet. Dann können wir ja endlich abstimmen, wer denn nun die Codes holen geht. Also, ich stimme für mich. Und ich stimme für mich. Was? Nein, hey! Ja, dann fällt die Wahl wohl eindeutig auf mich. Ich werde nämlich auch für deinen Doppelgänger stimmen. Und somit steht es 3-2-2. Nein, nein, nein! Ich muss doch gehen! Du wolltest abstimmen und wir haben abgestimmt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Seil und es kann losgehen. Das ist dein Seil, Junge. Der Bandwurm könnte mit viel Fantasie und gutem Willen als Seilersatz in Frage kommen. Aber damit warte ich lieber, bis es eine faire Auszählung gegeben hat. Also eine, bei der ich gewinne. Ich zieh mich nicht um, wenn jemand zuguckt. Ich bin nicht so ein Mädchen von dieser Sorte. In diesem Aufzug sollte ich da lieber nicht reinlaufen. Am Ende nehmen die mich noch unter Beschuss. Vielleicht können wir mit der Wache da noch reden. Oder hier der. Ich habe ihm nichts mehr zu... Außer eins. Er schläft wie ein Baby. Ah, was genau genommen noch besser so ist. Okay. Dann so nichts. Diese. Organon rückt bereits in, ich muss mich da. Da können wir auch nichts machen. Eventuell stimmt er für mich ab. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Können wir da vielleicht noch was machen? Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Steckt dir vielleicht etwas zwischen den Zähnen? Wie kommst du denn darauf, dass mir etwas zwischen den Zähnen stecken könnte? Weiß ich auch nicht. Wie launiger Künstlersinn überkam es mich. Ich habe eine Idee. Wir könnten uns verkleiden. Und dann stiften wir Verwirrung. Und dann nutzen wir unsere unglaubliche Fähigkeit, das Chaos zu beherrschen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, alles, was dieser Plan braucht, ist noch ein bisschen Feinschliff. Nicht einmal auf sich selbst kann man sich mehr verlassen.
Sag mal, was machst du denn? Du solltest doch für mich stimmen. Und warum stimmst du nicht für mich? Immerhin sind wir identisch, oder? Das ist ja auch Pillepalle, wer von uns beiden die Codes holt. Hauptsache, es tut nicht dieser aufgeblasene Dödel. Da stimme ich zu. Wir müssen ihn irgendwie loswerden. Ich lasse mir was einfallen. Hast du schon ein Seil gefunden? Nein. Du? Das heißt, du bist hier, um uns mitzuteilen, dass du genau was für Fortschritte erzielt hast? Gar keine? Hey, Janosch. Hallo, Ruvus. Bis später. Wisst ihr, ich habe auch einen Fanclub. Wirklich? Was ist dein Lieblings-Cowboy-Dodo-Song? Nein, ihr habt mich missverstanden. Ich habe keinen Cowboy-Dodo-Fanclub. Ich habe eigene Fans. Also, einen. Meiner ist Schau dich um. Echt? Meiner auch? Aufwachen, ich rede mit euch. Schaut mich gefälligst an. Stimmt, schau mich an, ist auch cool. Ich würde ja eine neue Stimmauszählung beantragen. Leider fehlt mir das entsprechende Formular. Ich würde ja eine neue... Leider... Ich würde ja ein... Leider... Ich würde... Leider... Der Bandwurm... Aber damit also eine... Aber also... Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Geht nicht. Ich habe eine Idee. Ich halte ihn fest und du polierst ihm die Fresse. Mit einer Zahnbürste? Ja, klar. Du hast keine Ahnung, was man normalerweise mit so einer Zahnbürste macht, oder? Steckt dir vielleicht etwas wie... Er kann sich schon mal einen Strick besorgen, aber nicht auf diese Weise. Wollt ihr mal eine richtig krasse Geschichte hören? Geht es darin um Cowboy Dodo? Also, die Geschichten aus seiner Biografie kenne ich alle. Nein, es geht nicht um Cowboy Dodo. Oh, schade. Dann nicht. Wollt ihr mal eine richtig... Geht es darin... Also, nein, es geht nicht... Oh, schon nicht. Aber... Also, ich würde ja eine neue... Nein, da geht nix. Ich habe eine... Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na, schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Oh, das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Okay. Ich bin gleich wieder da. Dann wollen wir mal. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Machen wir wieder einen Schraubenzieher. Holler-5. So. Den runter. Hey, stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen. Und das wusstest du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was?
Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Und damit, liebe Kinder, machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Bis denn.